Yeah. Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Serie auf Brille zum Titel. Ja, Leute, es geht weiter mit der nächsten Folge. Wir sind hier gerade im Büro angekommen, denn das Fitnessstudio hat zugehabt. El Rille hat da ein bisschen in der Nacht reintrainiert, da haben sie ihn rausgeschmissen, weil er da zu lange da war. Eigentlich hieß es, 24 Stunden hat es offen, aber es hat leider nur bis 1 Uhr nachts offen gehabt und El Rille wurde dann um 2 Uhr nachts rausgeschmissen, weil er, ja, ein bisschen durchziehen wollte, ne? Und ja, es geht weiter natürlich mit der Story. Ich habe euch ein paar Fragen gestellt in der letzten Folge. Wir werden darauf aber gleich in Ruhe eingehen. Ne? Zum Beispiel, dass wir lieber alles im Video machen sollen. Kein Stream in der Karriere, kein Karrierestream, sondern einfach alles hier so, wie es gerade ist. Kann ich auch nachvollziehen. Es gab aber natürlich vereinzelt Leute, die gesagt haben, ey, mach das Ganze auch im Stream. Aber nee, vielleicht können wir in Zukunft mal Larillas Karriere im Stream machen. Also wir gucken einfach mal. Ne? Aber wir lassen das erstmal jetzt so, wie es jetzt gerade ist. Ihr feiert den neuen Einzug unnormal. Das finde ich sehr geil. Das ist auch die Szene mit Darth Vader und so. Habe ich mir ein bisschen was einfallen lassen. Und ja, ich würde sagen, wir machen weiter. Wir gucken mal hier bei Social Media. Da haben wir keine neue Story, die wir machen können. Bei Posteingang haben wir allerdings Stories, 3 Nachrichten von King Regal. Jetzt ist die Frage, soll ich das jetzt hier im Menü machen oder soll ich jetzt hier direkt mit ihm reden? Was ist der Unterschied? Verstehe ich nicht. Also die hätten das ein bisschen genauer ruhig mal zeigen können. Wir haben 44 Upgrade-Punkte, die wir upgraden können. Wir gucken mal, was wir hier machen. Sprung-Laufangriffe können wir machen. Wir haben jetzt noch 21 über. Und wir machen Aufgabe, brauchen wir nicht. Aufgabe können wir eigentlich zurücksetzen auf 1. 21 Punkte haben wir noch, also können wir noch greifen machen. Komm, gehen wir nach oben. El Rille hat mittlerweile ein Rating von 88. Ist auf jeden Fall schon mal sehr stabil. Und genau, lasst mir mal einen Daumen nach oben. Ich will jetzt hier, dass ihr die Daumens nach oben auseinander nimmt. Ne? Wir reden einfach mal hier im Büro mit ihm. Ich rede einfach mal jetzt mit ihm. Mal gucken, was jetzt passiert. I'm not sure if you've heard, but Finn Balor is now the longest reigning NXT champion of all time. Bitte gib mir den Titelkampf, Digga. Ich rasiere ihm die Eier, Digga. Wirklich, ich rasiere ihm die Eier mit Gillette. Yeah, I know. And it's not hard. Alle Rekorde zu brechen, wenn es in deinem Vertrag heißt, dass alle Titelverteidigungen binnen 5 Minuten zu Ende sein müssen. Aber erinnere mich nochmal, wer hat das zugelassen? Es tut mir leid, dass das durchgerutscht ist, aber ich kümmere mich darum. Aus dem Grund wollte ich übrigens mit dir reden. Gibst du mir eine Chance auf den NXT-Titel? Angesichts Finns einziger Zeitklausel ist Geben wohl ein wenig übertrieben. Ich wähle nur seinen nächsten Herausforderer aus. Und der muss beweisen, dass er einen anderen Top-Gegner binnen 5 Minuten schlagen kann. Wie geil! Sowas in der Art, was meinst du? Willst du es versuchen? Digga, normal, Alter! 5 Minuten, schnellste Finger Deutschlands! Drrr, da brauche ich 2 Minuten! Was für 5 Minuten? Aber warte mal, wieso kommt denn jetzt schon der Titelmatch? Was wäre denn, bitte schreibt es mal jetzt in die Kommentare, wenn ihr das hört, tut mir einen Gefallen und liked diesen Kommentar hoch. Auf dem Handy hatte ich 3 Nachrichten von William Regal gehabt. Das waren 3 andere Sachen als das hier. Ich blick da nicht mehr durch. Manche meinten, ich soll nicht mit den Leuten reden, das sind Nebenmissionen, aber das ist doch keine Nebenmission gerade, geht's um den Titel. 5 Minuten Probekampf, bin schon gespannt, was du ausrichten kannst. Dämonen und Monster, groß, das ist einfach Alien, Digga, was ist das denn? Okay, seid ihr bereit? Boah, Bruder, El Rille wird jetzt zerstören. Er wird zerstören, Leute. Schon gewusst, der Prin Eve Bela ist jetzt der am längsten amtierende, wenn wir ihn Next Champion aller Zeiten. Wer wird ihn besiegen? Wen, wenn überhaupt? Niemand. Der Prinz wird ewig herrschen. Ach, Finn Bela, Digga. Mach mal nicht so Filme. Du hast vergessen, in der Fußnote zu erwähnen, dass du zu feige bist, gegen irgendwen länger als 5 Minuten zu kämpfen. 5 Minuten meiner Zeit sind alles, was das WWE-Universum verdient hat. Und es kann sich glücklich schätzen, wenigstens das zu kriegen. Bruder, ich werde dem so die Fresse polieren. Die Fans verdienen mehr. Mir ist das WWE-Universum egal. Nein, nein, nein. Die Fans verdienen mehr. Safe, die Fans verdienen mehr. Für El Rille ist trotzdem das Wichtigste die Fans. Die Fans verdienen mehr. Zum Beispiel einen Champion, der den NXT-Titel ehrenvoll in echten Matches verteidigt. Und dieser Champion werde ich sein. Deine Herrschaft neigt sich dem Ende zu. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Geil, Alter. Vielleicht sehen wir heute noch einen Titelkampf. Ich weiß es nicht. Aber was sind dann die anderen Sachen auf dem Handy? Hä? Wir räumen hier mal kurz auf. Wir räumen mal ein bisschen die NXT auf, Leute. Also El Rille ist ja schon wirklich viel zu gut für diese Liga, ehrlich. Okay, Leute, es ist Zeit, das Böse wieder auferstehen zu lassen. El Rille in Person ist hier bereit, aufzustehen und seinen Gegner innerhalb von 5 Minuten platt zu machen. Hier kommen wir rein. Man nennt ihn auch den Darth Vader der WWE-Szene. Okay, hier steht er und kommt rein. Der Gegner kickt schon Angstschweiß in seiner Kabine, wenn er El Rille mit diesem Laufstil reinkommen sieht. Breiter als der Türsteher, das ist das Motto. Er kommt hier rein, Sixpack wie Adonis und JR auf dem Rücken für Junior. Alles komplett in Black. Und ich würde sagen, wir starten rein.
und machen unseren Gegner ein kurzes, fünfminütiges Ende. Let's go. So, wer wird denn unser Gegner? Wer wird unser Gegner, hä? 5 Minuten. Läuft da jetzt ein Timer oder was? Oder mit Liebe 5 Minuten, Alter. Der wird sich wünschen wollen, nie geboren zu sein. Wer kommt da jetzt? Djokovic? Ach du Scheiße. Oh nein, das ist so ein Möchtegern, Bruder, der so richtig in seinem Element ist und denkt, boah, du bist krass, sorry, du bist krass. Dominik Djokovic. Ach du Scheiße, ist der in seinem Film. Okay, Leute, wir zeigen mal kurz, wie das geht, oder? Ich würde mal sagen, also, es ist Zeit. Es ist Zeit. Oh, oben rechts ist wirklich ein Timer. Ich pack mal den Dings hier. Gewinn ihn unter 5 Minuten. Alter, wie geil ist das denn? Ja, nichts lieber als das. Ganz easy, Leute, ganz easy. Zack. Also, ich sage, ich werde 3 Minuten brauchen, ne? Zack. Was ein paar von euch meinten, genau, das wollte ich mal gucken. Ihr habt gesagt, ich kann die Schwierigkeit, Präsentationsoption. Ihr habt gesagt, ich kann die Schwierigkeit noch schwerer machen, als sie ist. Was labert ihr da? Hier steht doch Schwierigkeit legendär. Ich kann nichts einstellen, auch nicht im Menü. Richtig komisch. Wer hat das gesagt? Oder geht das wirklich? Weil es wird mal Zeit, dass die Gegner ein bisschen besser werden. Ich meine, was ist das hier? Das ist ja keine Herausforderung. Weißt du, das ist ja gefundenes Fressen für Elrille. Das ist einfach kurz so zum Frühstück essen. Ja, du kleiner Hunde, so eine größere Backpfeife hier. Kriegst du den hier von mir, hä? Oh, hey. Okay, okay, okay. Ja, komm, sei motiviert. Wie peinlich, Digga, dass man einfach in 5 Minuten gewinnen muss hier, Alter. Oha, gut ausgewichen. Das ist echt peinlich. Guck mal, hier kurz gekontert. Zack. Was ist das für ein Motto, Alter? Gewinne in 5 Minuten, ey, Finn Baylor. Damit er seinen Titel die ganze Zeit behält. Na, guck mal hier. Ich mach jetzt den Weltrekord. Der kriegt jetzt einen Kick in seine Fresse. Wow, okay, gekontert. Okay, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir auch. Okay, okay, okay. Oh, es wird jetzt doch schwieriger werden. Nein, nein, nein. Boah, wir müssen echt durchziehen, ne? Wir müssen durchziehen. Dass er den Signature gekontert hat, das habe ich nicht kommen sehen. Das habe ich nicht kommen sehen, Leute. Oh, 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 scheiße. Wir sind gerade nicht so richtig drin, Alter. Drill ist noch ein bisschen nervös, weil er sonst nicht sowas... Oh, oh, nein, das war nicht sein Signature, oder? Ich muss irgendwie sein Signature kontern. Das ist die einzige Hoffnung gerade. Okay, es wird ein Signature von ihm. Ich muss aufpassen. Kontern, kontern. Komm. Jawohl, wir haben gekontert, du Hund. Guck mal, wie Rille geguckt hat. Ganz wichtig, ganz wichtig. Wir sind wieder im Business. Wir sind wieder im Business. Let's go. Bam in seine Fresse. Das war so wichtig, diesen Signature zu kontern, Leute. Ich sag's euch so, wie es ist. Zack, pack ihn dir. Und, oh, geiler Move. Zack, und er fliegt. Bam in seine Fresse. Genau, da ist der Signature. Er liegt. Komm, komm her, du Dominik. Djokovic, Zibivic. Guck mal hier. Bam in seine Fresse. So, und jetzt, 3-Minuten-Kampf, Leute. 3-Minuten-Kampf. Er blutet. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Komm her. Habe ich doch gesagt. 2 Minuten und 20 Sekunden. Du Lutscher. Du Lutscher. Habe ich dir noch eine Platzwunde in deinen Kopf gehauen, ne? Ja, ja, hier ist your winner. Komm her, Finn Baylor. Ich nehme dir deinen Titel sowas von ab. Komm her. Hey, Real King Regal, war das gut genug, um ein Match gegen Finn Baylor zu kriegen und um die NXT Championship zu kämpfen? Du hast bewiesen, dass du das Zeug dazu hast, Finn möglicherweise trotz seiner Regeln zu besiegen. Es ist also offiziell, du bist als nächstes dran und darfst um die WWE Next Championship kämpfen. Möglicherweise, der NXT GM glaubt ja voll an dich. Ich werde dich trotz schlechter Chancen besiegen. Warum schlechter Chancen? Warum sagt denn Rille sowas? Hätte sagen müssen, ich werde dich easy besiegen. Alter, wie krank, kriegen wir jetzt schon unseren Titelmatch? Was geht hier ab? Das wäre auf jeden Fall geil. Dann wäre mal ein bisschen mehr Spannung, weil dann kommen auch Leute und wollen uns herausfordern. Wenn ich jedes Mal aufgeben würde, wenn die Chancen schlecht stehen, wäre ich heute nicht hier. Ich habe auch da gesiegt und werde das wieder tun. Wie wäre es, wenn wir diese Chancen mit einem Trainingsmatch erhöhen, indem du versuchst, innerhalb von 5 Minuten zu gewinnen? Wir können nicht gut genug vorbereitet sein. Wie süß. Gebt mir Bescheid, wenn ihr die Stützräder abmontiert und für ein echtes Match bereit seid. Was labern die da? Aber guck mal, was für ein Zufall. Ne? Wir reden über diese schnellsten Finger Deutschlands und jetzt brauche ich sie. Ich sag euch so, wie es ist. Es wäre viel schwerer, das zu schaffen, wenn wir nicht unseren Finisher-Move hätten, um die Leute so schnell platt zu machen. Versteht ihr, wie ich meine? Und ich finde, das ist dann so eine Spezialität von Elrille Jr., dass er halt im Aufgeben der Meister ist, also den Gegner zum Aufgeben zu zwingen. Ne? Und das kommt ihnen dann zugute bei solchen Kämpfen. Ne? Das müsste man einfach auch so sagen. Okay, was geht denn jetzt hier ab? I'm a phenomenal. The training's match is coming. And we are going to the area of the belts.
Everything is fine. We are ready to do this right now and here. And your winner is coming into the ring. His name is El Rille Jr. Look at him, he's here to vollending things. Everybody is to do this shit and the fucking sick corner on the shit fucking tanks here. Let's go. We are ready to fight. Ach du Scheiße, Bruder. Da kommt so ein Gewürzschnüffler, Alter. Was ist das denn? Raul Mendoza schon wieder. Ach du Scheiße, Bruder. Der sieht aus wie so ein typischer Shisha-Bar-Gänger, Alter. Oh Gott, nochmal ein Trainingsmatch. Muss ich jetzt schon wieder zeigen, dass ich... Komm, Leute. Wir machen kurz einen Prozess. Heute gibt's nicht viel zu reden. Wieder 5 Minuten. Krank, Digga. Ich muss zweimal gegen einen unter 5 Minuten gewinnen. Komm, sollen wir eine kleine Challenge machen, Leute? Die Challenge lautet, komm, damit jetzt nicht alle sagen, nee, nur mit deinen schnellen Fingern schaffst du das. Ich werde ihn ohne aufgeben. Ohne aufgeben. Was geht denn jetzt ab? Was? Finn Balor kommt? Was geht denn jetzt ab? Oh nein. Oh, pass auf, hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Oha! Ey, wo kommt der denn her? Was? Oh mein Gott. Und er haut wieder ab. Der hat mich einfach... Was ist das denn für eine Scheiße hier? Bruder, was ist das denn hier, Alter? Der will einfach zu unfairen Mitteln greifen. Was geht hier ab? Was ist das für eine linke Aktion gerade? Boah, jetzt raste ich noch mehr aus. Eigentlich den Gegner erst recht zum Aufgeben zwingen, Leute. Ja, guck mal, der versucht es doch auch. Die versuchen es ja auch, Alter, die ganze Zeit. Die versuchen alle mit unfairen Mitteln zu gewinnen. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Hier, du... Ein Kontakt, Alter. Ey, dieser Raul Mendoza, der geht mir gerade echt auf den Sack. Verpiss dich, Alter. Verpiss dich. Scheiße. Junge, Mann. Boah, Junge, die Zeit vergeht, ne? Die Zeit ist... In einer Minute habe ich gerade eigentlich schon gewonnen. Wir schaffen das niemals. Wir schaffen das niemals ohne schnelle Finger. Aber guck mal, Leute, ich sage euch ganz ehrlich. Die haben auch unfaire Sachen versucht. Dann können wir jetzt hier auch... Das ist ja nicht mal unfair, was wir machen. Das ist halt einfach, den Gegner zum Aufgeben zu zwingen. Digga, was geht hier ab, Alter? Was für eine Schweinerei. Kommt auf einmal Finn Balor. Wir hätten das auch kontern können, sein Finisher, ne, gerade. Aber es war so überraschend gewesen, dass der auf einmal da angekommen ist mit der Scheiße hier. Junge, 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 Alter. Was war das denn, ey? So, komm, zack. Schmeiß ihn hin. Was macht der da? Hallo, El Rille. Zack, bam, in die Fresse. Salto. Let's go. 3 Minuten haben wir noch. Ja, komm, wir gucken einfach. Wir schauen einfach mal. Zack. Bam, in seine Fresse erstmal. Heb ihn mal wieder auf wie ein Backfisch. Pack ihn dir. Zack. Bam, Alter. Genau so. Nochmal Salto. Zack. So, Signature. Komm, wir versuchen ohne. Wir versuchen es. Damit hier keiner irgendwas sagen kann. Damit keiner mir irgendwie ankommt. Nee, du kannst nur gewinnen, weil du deinen Finger einsetzt. Schnellen Penis setze ich ein. Hier. Auch ohne das gewinne ich gegen den. Guck jetzt. Zack. Arme Nachrührung. Komm hier. Pinfall. Vielleicht reicht es schon. Vielleicht aber auch nicht. 1, 2. Ja, okay. Oh, wir haben noch 2 Minuten Zeit. Ne? 2 Minuten noch. Komm, ich krieg das hin. Das ist die Challenge. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich muss hoffen, dass der irgendwie einen Finisher, einen Signature kriegt, der Typ. Und den dann kontern. Was anderes bleibt mir nicht über. Und wir machen einen unfairen Pinfall. Ich weiß es nicht. Komm, steh auf, du Sibi, hä? Zack. Bam, Alter, in seine Fresse rein. Oh, er hat gekontert. Boah, sieht aber echt knapp, ne? Das wird echt knapp. Wir brauchen jetzt irgendwie ganz schnell wieder einen Signature und Finisher. Die Frage ist, wie sollen wir das machen? Taking back, he's coming and fly! Boah, der hat aber gesessen, glaube ich, ne? Zack, boah, der Move ist auch so sexy. Bam. Boah, wir müssen durchziehen, Alter. Guck mal, die Zeit. 1 Minute haben wir danach noch. Wir müssen schnell aufladen. Signature, Finisher, alles. Zieh durch. Jawohl. Wow, wir haben Finisher. Was geht denn hier ab? Wir haben auf einmal Finisher bekommen. Let's go. Er darf ihn nicht. Nein, er kontert ihn. Nein, das ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Unmöglich. Wie sollen wir das denn jetzt noch schaffen? Ich muss jetzt kontern. Das ist wichtig. Nein. Nein, er kontert nicht. Nein, jetzt macht er Finisher. Das war nicht sein Finisher. Alles gut. Komm, mach doch einen geladenen Finisher, du Hund. Nein. Ja, wir haben gleich wieder Signature. Komm, schnell aufstehen. Nein, warum? Nein, das war dumm. Nur weil ich schneller aufgestanden bin dadurch. Scheiße.
Ich schaff das unmöglich. Das ist unmöglich. Es helfen jetzt nur noch die schnellsten Finger. Oh, das sind knapp 50 Sekunden. Nein! Komm, Konter, El Rille. Mach irgendwas. Spring! Wichtig! Schneller! Stark! Trete alles! Ja! Heb ihn auf! Tritt in die Fresse! Der muss jetzt kommen! Nein, du Hundesohn! Nein, 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 nein! Bitte jetzt, bitte! Heb ihn auf! 130 Sekunden noch, was geht hier ab? Was geht hier ab? Bam! Bam, ich hab die Eier! Ich mach den geladenen Finisher! Kein Aufgeben! Kein Aufgeben! Oh mein Gott, 20 Sekunden noch, Leute! Was geht hier ab? Der kann ankommen! Der kommt an! Let's go! Schnell, bin voll! Schnell, Bruder! Oh mein Gott, ich hab die Zeit! Schnell! 1, 2, 3! Guck mal auf die Zeit! 13 Sekunden! Ohne die schnellsten Finger Deutschlands! Alter, wie haben wir das denn noch geschafft? Junge, richtig geil! Unnormal geil! Wie spannend war das denn bitte, Leute? Geil, geil, geil! Ich hätte nicht gedacht, dass wir es noch schaffen! Selbst mit der Einmischung von Finn Balor habe ich gezeigt, dass ich von Anfang bis Ende schnell bin. Ich bin bereit, das Ganze zu wiederholen und mir die WWE NXT Championship zu krallen. Ich bin viel stärker als der Warmduscher, den du jetzt geschlagen hast. Genieß es, solange du kannst, weil deine 5 Minuten Ruhm bald vorbei sind. Okay, Eilmeldung. El Rille Jr. wird seinen 5-minütigen Kampf um die NXT Championship gegen Finn Balor nächste Woche bei WWE NXT kriegen. Kann El Rille Jr. seine Siegesserie fortsetzen? Oh mein Gott, jetzt geht's los, Leute. Was geht hier ab? Es kommt schon ein Titelkampf. Was zur Hölle? Krank. Wir haben wieder nur 5 Minuten Zeit. Boah, das wird schwierig gegen Finn Balor ohne die schnellsten Finger. Ich schau mal, ob ich das machen werde. Ich schau mal. Wir schauen die Situation uns an, Leute. Boah, Junge, Gänsehaut, Alter. Die NXT Championship. Okay, Leute, das ist jetzt der Titelkampf. Es ist der Titelkampf um die NXT gegen Finn Balor. El Rille Jr. ist bereit, wie nie zuvor, seinen allerersten Titel abzuräumen, die NXT aufzumischen und hier den Titel für sich nach Hause zu nehmen. Und da steht er auf, von den Toten erwacht. Kommt er hier rein und guckt ganz ernst in die Kamera, denn er weiß, in diesem Kampf geht es um alles. Er kommt hochkonzentriert rein, schüchtert seinen Gegner schon mal ein, läuft hier zum Ring, guckt nochmal nach vorne mit seiner blau leuchtenden, glänzenden Brille und er ist bereit, sich den Titel zu schnappen, Leute. Ich hoffe, ihr seid's auch. Wir starten rein. Let's go. Oh shit, was geht hier ab? Oh shit, da ist der Titel, den wir haben wollen. Guckt ihn euch an. NXT-Champion Finn Balor. Wann hat denn Finn Balor immer diesen Dings gemacht, Freunde? Dass der sich so angemalt hat. Wann war das denn? Uiuiui, okay. Das wird jetzt, glaube ich, echt schwer werden, dieser Kampf. Eieieiei. Guck mal, was der da macht. Eigentlich kann man das als Thumbnail nehmen. Eieiei. Bruder, ein bisschen komisch sieht das schon aus, was der da für Moves macht. Okay, Leute, es geht los. Oh, guckt euch das an. Boah, wie geil. Ich habe diese Animation vermisst. Guck mal hier. Der WWE NXT Championship. Oh shit, es geht los. Es geht los. Ist es jetzt auch ein 5-Minuten-Kampf wieder? From Cologne, Germany. El Rille Junior. Woo. Oh, es wird ernst. Es wird ernst. Merkt ihr den Ernst der Lage, Leute? Bei El Rille lässt sich gar nichts anmerken. Er ist komplett bei der Sache. Er ist komplett bei der Sache. Und da ist der Titelverteidiger Finn Balor. Eieiei. Guck mal, wie konzentriert der ist, Alter. Guck mal, seine Augen, einfach Augen zu. Der genießt den Moment richtig. Oh, shit. Oh, shit. Das kann was werden, Leute. Ich gebe mein Bestes. Boah. Wir gucken uns das hier an. Das ist voll interessant, mal so alles zu sehen, oder? Wir haben das sonst nie so richtig angeguckt. Guck mal, er will, dass El Rille das anguckt, damit er weiß, worum es geht. Den holen wir uns. Safe holen wir uns den. Okay, Leute, jetzt vollste Konzentration. Es geht los. Es geht los. Okay, es ist wirklich ein 5-Minuten-Kampf. Was? Das Match muss in unter 5 Minuten gewonnen werden? Ach du Scheiße, Alter. Und dann noch gegen Finn Balor. Also ich erwarte jetzt wirklich einen schweren Kampf. Oha. Oh oh. Okay, jetzt Konzentration, Leute. Es geht um alles. Ich weiß nicht, darf ich meine Finger einsetzen oder nicht, Alter? Mann, das ist ja eigentlich unser Move, so. Ja, dann sagen einige, ja, es ist zu einfach und hier und da. Es geht mir auch auf den Sack, dass Leute sowas schreiben. Aber wir schauen einfach mal. Ich werde es erstmal versuchen ohne. Zack, pack ihn dir. Bam. Oh, der Move sieht auch so geil aus. Und jetzt zack nochmal in die Fresse. Also bisher läuft es gerade sehr gut. Gerade läuft es sehr gut. Konzentration. Zack. Bam. Oh, der Move ist auch sexy. Das kontert er. Das war klar.
Nase juckt, Digga, nein. Oh shit, oh shit, oh shit. Das ist jetzt wichtig hier, Leute, das ist sehr wichtig. Nein, 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 nein. Oh oh, oh oh. Da kann, wenn der mich trifft, wie viel Schaden das macht, ne? Das ist verrückt. Komm, spring doch, wenn du Eier hast, hä? Bist wohl daneben gesprungen, hä? Komm, dreh dich auf deinen Bauch. Junge, der verliert einfach mal kaum Leben, Alter. Was geht hier ab? Bam, Junge, geiler Move. Sehr, sehr geiler Move. Wir müssen hier ruhig bleiben, Leute. Wir brauchen hier vollste Konzentration. Zack, in die Fresse. Bam. Jetzt springen wir von oben nochmal drauf. So wie er es gerade versuchen wollte. So geht das. So. Krank. Wir haben jetzt gleich Signature. Gib ihm eine Bombe. Oha, wie kann er das denn so schnell kontern? Ey, das ist einfach unser Move. Okay, krass, ist einfach sein Move. Will wieder springen. Will, komm, spring. Ich konter. Oh, oh, er will, dass ich aufstehe. Aufstehen, aufstehen. Ruhig, ruhig, El Rille. Boah, das hat er gut gemacht. Das hat er sehr gut gemacht. Nein, 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 nein. Der Signature muss jetzt kommen, Leute. Der Signature muss kommen. Der Signature muss kommen. Nein, 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 nein. Was ist das denn für ein Kack-Motto, Alter, innerhalb von 5 Minuten gewinnen? Also, wenn das ein ganz normaler Titelkampf wäre, dann würde ich ohne aufgeben machen, aber... So? So kann man ja fast nur so gewinnen, Alter. Ey, der hält mich die ganze Zeit an den Eiern, dieses Schwein. Scheiße, komm, steh mal auf jetzt, El Rille, Mann. Was ist los? Du hast ein Signature. Zack, und Signature, komm. Ey, was? Der tritt einfach daneben, Mann. Zack. Nein, das ist nicht der Signature. Was machst du? Warte mal, der Schiri zählt gar nicht. Willst du mich verarschen? Matchregeln? Bei Disqualification ist ein, okay. Warum zählt der denn nicht? Komm, Signature. Akio, out of nowhere. Finn Balor is blooding. He's blooding like Bloody Mary. Push him into the ring. Push him inside. And now give him a loading finisher. A loading finisher. A loading finisher. Look at this. Und bam, der hat gesessen. Er ist benommen. Er ist benommen. Vielleicht können wir jetzt schon Pin fallen. Das wäre peinlich. Das wäre peinlich. Das wäre peinlich. Das wäre so peinlich für ihn gewesen, ne? Wirklich. Ey, 2 Minuten haben wir noch Zeit. Komm, mach dein Signature, ja? Oh oh. Nein, nein, nein. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich aufpassen. Ist das dein Signature? Nein, ne? Aber guck mal, er versucht's auch. Er versucht auch, mich jetzt zum Aufgeben zu zwingen. Oder was versucht er da? Er soll mal jetzt sein Signature machen. Den müssen wir kontern, Leute. Das wird so schwer, ne? Ich sage so, wie es das wird so schwer. Oh oh, ich glaube, das ist Signature. Oder was geht hier ab? Er hat irgendwas aktiviert, Digga. Gekontert, wichtig. Oh nein, ey, Digga, das wird unmöglich, diesen Kampf zu gewinnen. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 jetzt kontern, jetzt wichtig. Komm, kontern. Nein, ich hab doch gedrückt, Mann. Digga, ich hab doch gedrückt. Ich habe, guck mal, der hat auch so Moves, die dauern 10 Jahre, Alter, dieser Wichser. Oh nein, Alter. Digga, es geht hier ab, bitte nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, Alter. Nein. Okay, das war krass gemacht von ihm. Das war krass gemacht. Scheiße. Nein, wir können hier nicht aufstehen. Es ist unmöglich. Unmöglich, diesen Kampf zu gewinnen. Das Einzige, was ich versuchen könnte, ist noch auf den Signature zu gehen. Wie kriegen wir am schnellsten jetzt hier unser Dings aufgeladen, Mann? Pack ihn dir. Komm, zack, mach irgendwas, Brudi. Jawohl, jawohl. Schnell, 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 Bruder. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Bruder, Bruder, was geht hier ab? 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 Komm schon! Nein, ich wollte ihn ganz zum Aufgeben zwingen. Du Hundesohn. Nicht geladener Finisher, du Vollidiot. Nein. Nein, das wäre das Ende gewesen, Mann. Ich wollte ihn zum Aufgeben zwingen. Mann, Alter. Gib mir 10 Sekunden länger. Was eine Scheiße, Alter. Komm her, du Schwanz, Alter. Wirklich, dieser Schwanz, der geht mir ganz so auf den Sack, Alter. Ja, ich zeige es jetzt nochmal. Ihr wollt sehen, es ist ein guter Kampf. Ja, guck mal hier. Ja, was? Denkst du, du kannst mich zum Aufgeben zwingen, hä? Ich schwör's dir, ich werde in diesen Kampf zum Aufgeben zwingen. Ist mir scheißegal, Alter. Ich wollte es gerade, es hätte geklappt. Ich schwör auf alles, es wäre genau richtig gewesen, wenn der keinen geladenen Finisher gemacht hat. Ich stand extra hier. Es war einfach ein Fehler vom Spiel, Digga. Ich stand extra oben am Kopf, damit er den zum Aufgeben zwingt. Das wäre das perfekte Ende geworden. Ich schwöre auf alles. Das wäre das perfekte Ende geworden.
Das Schwanz, Alter. Was denkst du, wer du bist, hä? Komm, pack ihn dir. Zack, bam. Schön in die Fresse rein. Genau so. Mit seinen eigenen Moves muss er ihn schlagen. Boah, Leute, Mann, das hat mich gerade so abgefuckt. Wirklich, das nervt mich gerade unnormal. Zack, geiler Move. Bam, Junge. Genau so und nicht anders, Junge, wie die am Fliegen sind. Boah, wie schade das einfach gerade ist, Leute. Wie schade das einfach nur ist. Seid mal ehrlich, Mann. Das nervt mich gerade unnormal. Wir hätten so ein geiles Ende gehabt bei diesem Kampf. Wir hätten so ein geiles Ende gehabt bei diesem Kampf. Komm her, ich will mich jetzt richtig konzentrieren. Ihr könnt mir mal reinschreiben, soll ich bei solchen Matches meine Aufgabe-Finisher machen oder nicht? Müsst ihr mir mal reinschreiben, eure ehrliche Meinung. Eigentlich finde ich es völlig in Ordnung. Ja, es geht hier ab, Alter. Einer kontert nach dem anderen. Weil es ist ja quasi ein Zeitmatch. Und der Schwanz, das ist ja schon unfair genug, so ein scheiß Drecks-Zeitmatch zu haben gegen mich. Digga, er konnte nicht mal kontern. Was geht hier ab? Nein, konter doch, konter doch. Ey, der geht mir so auf den Sack, Alter, wirklich. Der Typ nervt mich unnormal. Der nervt mich einfach unnormal. Jawohl, der kontern, wichtig. Zack, bam, spring auf ihn drauf. Komm, Signature. Nein, was machst du, Alter? Bist du dumm? So. Okay, was machst du da, El Riddler, Bruder? Der braucht so lange, Alter, für seine ganze Scheiße da. Gib ihm mal einen schönen Kick in seine Fresse, komm. Geladener Finisher kriegt er auch noch von mir. Komm. Ich mach das ohne meine schnellen Finger. Damit mir hier niemand irgendwas sagen kann. Komm. Vielleicht reicht es auch schon aus. Erst benommen. Vielleicht reicht es aus. Komm, Referee. Das wäre krass, Digga. Two. Oh mein Gott, das war echt knapp. Aber Finn Balor hat Signature. Das ist sehr gut. Darauf müssen wir spekulieren, dass er den einsetzt. Oh oh. Das war nicht sein Signature. Nee. Alles gut. Komm, wir müssen jetzt. Das war wichtig. Ah, das war aber nicht sein Signature. Komm, pack ihn dir. Schön. Geiler Move. Wichtig. Wichtig. Müssen durchziehen. 2 Minuten haben wir noch Zeit hier. Zack. Ah, er kontert. Nicht gut. Zack, wir kontern hier wieder, Alter. Let's go. Oh, der kontert ja auch alles hier. Was geht hier ab, Mann? Mach doch jetzt deinen scheiß Signature. Oh, jetzt macht er seinen Signature. Nein. Er hat zu spät gekontert. Nein. Ach du Scheiße. Oh shit. Nein. Oh nein, Digga. Oh nein. Okay, jetzt wird's wichtig, Leute. Jetzt wird's wichtig. Er kontert einfach nicht. Bei Gott, er kontert nicht, ne? Nein. Boah, der macht das aber echt stark. Steh auf, El Rille, Mann! Ey. Aufstehen. Wir können es schaffen von der Zeit. Wir können es schaffen. Nein, konter doch. Mann. Steh auf. Ey. Wichtig. Wichtiger Move. Der muss ankommen. Wichtig. Dreh ihn. Schlage ihn. Heb ihn auf. Der muss kommen. Das ist so wichtig. Der muss kommen. Bam, der muss kommen. Und jetzt brauche ich nicht mal meine scheiß Aufgabe. Wenn der Finisher ankommt, ist es vorbei, du Schwanz. Er darf ihn nur... Oh mein Gott. Ja, okay. Er hat mich gefickt. Jetzt hat er selber Finisher. Oh mein Gott. Er hat mich gefickt. Nein, ich hab zurückgefickt. Mach irgendwas, Bruder. Nein. Er kontert wieder. Das kann nicht wahr sein. Ey, ich muss schnell einen Finisher kriegen. Wir haben seinen Finisher gerade gekontert. Nein. Guck mal, du kleiner Schwanz. Lutzender Lutzer, Mann. Geht er mir auf den Sack, Alter. Mann, Alter. Die ganze Zeit geht weg. Ey. Ich schwimme 25 Sekunden, ich schwimme alles, ich raste gleich so aus. Boah, El Riddle, du bist ein Schlappschwanz, du bist deinem Vater nicht würdig, das sage ich dir jetzt offen. Du bist deinem Vater nicht würdig, du bist ein kleiner Hundesohn. Ein Hundesohn bist du, dass du zur bösen Seite wechselst und so eine Scheiße hier abziehst, du schwanzlutschender Lutscher. Du bist ein schwanzlutschender Lutscher, Alter. Ein Lutscher bist du. Ein verdammter Lutscher bist du. Ja, jetzt hast du deinen Finisher, Alter, du kleiner... So Leute, ich werde es jetzt anders machen. Ich werde ihn... Okay Leute, komm, wirklich. Mein Gefühl sagt mir, nee, gewinn durch Pinfall. Das ist ein ehrenvoller Sieg und nicht jetzt irgendwie durch Aufgeben. Da habe ich gar keinen Bock drauf, diese Aufgeberei-Scheiße zu machen. Habe ich gar keinen Bock, Leute. Ich will ihn so platt machen, dass er... Guck mal, aber er versucht doch selber seine scheiß Aufgabe-Sachen zu machen und sowas. Digga, der geht mir so auf den Sack, wirklich. Sorry Leute, aber...
Ey, ich muss mich jetzt beruhigen. Nur noch 2 Minuten Zeit. Er hat auch ein Signature. Komm. Komm, zeig, was du drauf hast. Ja, komm. Ja, du hast ja keinen Druck auf deinen scheiß Eiern, weil die Zeit abläuft, ne? Jetzt ist es so wichtig zu kontern. Ja, das war wichtig. Das war wichtig. Komm. Gib ihm einen geladenen Finisher. Genau so. So, und jetzt laden. Müssen wir nochmal. Wir werden das hinkriegen. Ohne meine Finger. Ohne meine Finger kriegen wir es hin. Komm, er ist benommen. Mach irgendwelche Attacken jetzt auf ihn. Komm. Irgendwelche Attacken. Sag, wieso macht er immer diesen Scheiß-Move? Warum immer den? Hat er keinen anderen? Immer macht er den die ganze Zeit. Komm. Zack, zack. Konter doch nicht, Mann. Alter, geht er mir auf den Sack, ey. Warum machst du nicht deinen Scheiß-Signature jetzt, du Schwanz, hä? Der Propeller. Warum macht er nicht deinen Signature, dieser Schwanz, hä? Warum? Boah, Leute, Alter, wirklich, ich habe keinen Bock, so einen Titelkampf durch Aufgabe zu gewinnen, Alter. Ich will den durch Pinfall gewinnen. Das ist unser Ziel und das schaffen wir auch. Das schaffen wir. Bam! Es läuft alles nach Plan. Es läuft alles nach Plan. Alles läuft nach Plan. Wir haben sogar Finisher. Bam, genau so. Guck mal, wir haben Signature, Finisher. Digga, was geht hier ab? Wir haben das so gut jetzt gemacht, diesen Kampf hier. Komm. Oh mein Gott, er kontert. Nein. Nein, 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 nein. Alles gut, Ernesto. Alles gut. Nein, konter doch, konter doch. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, Mann, was geht hier ab, Alter? Ich muss aufpassen. Wichtig. Heb ihn auf, heb ihn auf. 40 Sekunden hast du noch. 40 Sekunden. Tritt ihm in die Fresse. Bam. Und jetzt gib ihm einen geladenen Finisher. Dann ist es vorbei. Der muss ankommen. Wir haben sogar mal 2. Und er ist benommen. Das ist vorbei. Das muss das Ende sein. Siehst du, aller guten Dinge sind 3. Man muss einfach nur an sich glauben. Man muss an sich glauben. Und jetzt wird El Rille WWE NXT Champion 2. Du willst es so. Du willst es so. Du kriegst es so. Du willst es so. Du kriegst es so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein... Fortsetzung folgt.